Ja, servus Leute, herzlich willkommen zurück im Avocado TV Studio. Ich begrüße auch heute wieder meinen Mitstreiter Thinking Devil. Hallo, hallo. Hallihallo. Sag mal, Thinking Devil, was wollen wir denn heute Abend machen? Das, was wir jeden Abend machen wollen, wir versuchen die Weltherrschaft an uns. Ach nee, das war ein Pinky und der Nee, Brain. das war, glaube ich, Pinky und der Brain, ne? Aber bevor wir das machen, bevor wir die Weltherrschaft an uns reißen, wollen wir uns heute erstmal eine besondere Seite ansehen, nicht wahr? Genau. Und zwar das Thema Bridge. Und das lesen wir hier, Bridge, da lesen wir Benchmarking, Race Inclusion, Diversity, das ist ja schon mal ein gutes Stichwort, in Global Engagement. Was hat es denn damit so auf sich? Nun, es ist ja inzwischen, sind ja die Abkürzungen DEI und ESG, glaube ich, allgemein bekannt geworden. Also DEI ist ja Diversity, Equity und Inclusion. Auf Deutsch Vielfalt, Gleichheit, wohlgemerkt Gleichheit und Inklusion. Und ESG, Environmental, Social Governance. Also umwelttechnische, gesellschaftliche, ja, Governance. Wie würdest du Governance übersetzen? Governance, Regierung, ganz allgemein. Naja, also Führung, also ja, dass es halt eben in diese Richtung geht sozusagen. Also Government, die Regierung in einem politischen Sinne und Governance, glaube ich, allgemein, ne? Ja, ich denke, in diesem Kontext ist es halt so als Unternehmensziele, dass das halt auch zu den Unternehmenszielen gehört. So, was weiß ich, klimaneutral zu sein. Das wäre halt so ein Environmental Klimaziel, na, Unternehmensziel. Wobei ich mich ja immer frage an dieser Stelle, Diversity, Equity, Equality, ja, sind die Menschen jetzt gleich, ja oder nein? Es ist nicht Equality, es ist Equity und das ist eben Equity. der große Ja, Unterschied. aber die Frage, die taucht auch häufig auf in dem Zusammenhang, ne? Ja. Also sind die Menschen gleich, ja oder nein? Und wenn die Menschen gleich sind, wie können sie dann vielfältig sein? Ich halte es mit Thomas Sowell, der damals mal so schön gesagt hat, derselbe Mensch ist noch nicht mal zwischen morgens und abends der gleiche, sozusagen. Und ja, geh nochmal zurück. Ich wollte ja gerade sagen, also die Abkürzung DEI und ESG sind ja allgemein bekannt inzwischen und inzwischen ja auch weitestgehend verbrannt. Also in dem Sinne, dass die Leute inzwischen wissen, wenn da irgendwelche DEI oder ESG-Vorgaben drin sind, dann ist der Konzern oder das Produkt verwoked. Und machen entsprechenden Bogen drum. Und diese ESG und DEI-Vorgaben sind aber, da sind wir wieder bei BlackRock und Vanguard, hier bei den großen Investoren, die halt auch im zig Milliarden Dollar-Bereich liegen. Also nicht, die waren auch schon die waren, glaube ich, schon bei Billiarden oder Billionen, zumindest größten Investoren überhaupt. Und die machen ja diesen Social Credit Score sozusagen. Das ist ja das, was es in China gibt, nur eben für den Westen, nicht für die einzelnen Personen, für das Individuum, sondern hier wird es halt über die Firmen gemacht. Also sprich, du kriegst nur Kredite als Firma zu günstigen Konditionen, wenn du dich an diese DEI und ESG-Vorgaben hältst. Optimalerweise natürlich auch noch DEI-Experten einstellst, so hier so DEI-Manager und ESG-Manager, die halt ein Auge drauf halten, dass ein Unternehmen das halt auch macht, dann kriegst du halt Kredite zu sehr günstigen Konditionen. Ansonsten kommst du auf die rote Liste. Was, je nachdem. Und so funktioniert ja das Konzept jetzt schon. Nur inzwischen sind die Leute dahinter gekommen und was ich sagte, also wo ESG und DEI dran ist, da fangen sie jetzt an, einen großen Bogen drum zu machen. Was man ja auch zum Beispiel in Hollywood merkt, dass wenn die Leute nicht ins Kino gehen, dann bringt es nichts, wenn du haufenweise DEI in deine Filme reinpackst und es sieht sie keiner und du bleibst dann auf hunderten Millionen Dollar Miese sitzen. Das kannst du ein paar Mal machen, irgendwann ist dein Studio pleite, selbst bei den besten Krediten. Und auch hier bei Firmen, ich meine, wir hatten es mit Budweiser gesehen, du kennst die Bud Light-Geschichte? Ja, ich erinnere mich, das wäre so ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Ja, und selbst Target ist ja jetzt auch so ein großes
Kaufhausunternehmen in Amiland, die haben jetzt dieses Jahr auch ihre komplette Pride-Kollektion. Nee, machen wir dies Jahr nicht. Mhm. Letztes Jahr halt so einen großen Aufschrei gab. Also sprich, der Protest der Menschen, deswegen, also das sehe ich als White Pill an, unser Protest und wirkt und unsere, dass wir halt einfach mit unserem, deswegen Kapitalismus rules, weil wir entscheiden mit unserem Portemonnaie, wem wir unser Geld geben und wem nicht. Und wenn wir sagen, wir geben Leuten, die DEI und ESG-Vorgaben unterstützen, kein Geld mehr, dann merken die das. Und entsprechend, was tun sie? Natürlich nicht das, was wir wollen, dass sie tun. Sie sind halt wie immer viel hinterhältiger. Sie nennen es jetzt eben nicht mehr DEI und ESG. So nach dem Motto, ja, das funktioniert nicht mehr, diese Begriffe sind verbrannt. Wir machen jetzt was Neues. Mhm. Und erst haben sie es ja mit Jedi versucht. Jedi, Star Wars. Mhm. Da hat man nämlich einfach DEI umgestellt und vorne das J dran gepackt. Das hieß dann eben Justice, Equity, Diversity und Inclusion. Mhm. Mhm. Damit wollten sie dann halt die Star Wars Fans kriegen und eben nicht nur die Star Wars Fans, weil Jedi ist ja grundsätzlich, wer Star Wars kennt, ein Symbol des Guten sozusagen. Mhm. Und wofür Justice steht, das definieren die. Das ist ja ein dehnbarer Begriff. Ja. Aber es ist halt auch wie diese klassische psychische Manipulation, du willst doch zu den Guten gehören, oder? Oder bist du ein böser Sith? Gehörst du zu den Aber gucken, wie leicht das funktioniert. Ja. In einigen Formen, gerade im Entertainment-Bereich, arbeiten sie jetzt halt mit Jedi anstatt mit DEI. Und das ganz Aktuelle, also was nicht nur im Entertainment-Bereich, sondern überall im Unternehmensbereich jetzt durchgepeitscht wird, ist eben dieses Bridge. Und wie wir hier schon in der Überschrift lesen, Benchmarking, Race, Inclusion and Diversity in Global Engagement. Komisch, ich habe gedacht, es gibt keine Races. Tja. Wie kann man dann, wenn es keine Races gibt, wie kann man dann Races benchmarken? Ja, es ist schon faszinierend, oder? Es ist immer die inhärente Unlogik der linken Ideologie. Rasse existiert nur, wenn sie wollen, dass es existiert. Also wenn man was gegen sie sagt, dann gibt es natürlich Rassismus. Schrödingers Rattenbegriff. Also, also es existieren Rassen und gleichzeitig existieren keine Rassen. Und dann schaut man, wofür brauchen wir jetzt diesen Begriff? Und dann entscheidet man, gibt es die jetzt oder gibt es die doch nicht? Jupp. Ja, war es damals Kaspar oder Schlomo? Es gab doch irgendwann mal eine Diskussion mit einem Pixel-Politiker von wegen, wenn ich dir ein Foto vom Aborigine und vom Japaner zeige. Ja, ja. Und woran machst du das fest? Ja, ja, genau. Und eine Frage, die ich ganz gerne im Zusammenhang mit dem Begriff Rasse oder Rassismus stelle. Gibt es bei Hunden und Katzen eigentlich unterschiedliche Rassen? Wahrscheinlich würdest du sagen, ja, oder? Ja, natürlich. Ja, da stellt sich für mich die Frage, wenn das bei Hunden und Katzen so ist, warum ist es beim Menschen nicht so? Was macht den Mensch so besonders? Yep. Der Mensch ist doch ebenso wie ein Hund und eine Katze den Gesetzen der Biologie oder allgemein denen der Natur unterworfen. Eben. Ich meine, Japaner sind ja zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, dadurch, dass sie halt so lange unentdeckt waren, mehr oder weniger, und da vor sich hingelebt haben. Die haben sich halt eben so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben. Die sind halt überwiegend kleiner als wir Wessis und schwarzhaarig. Mhm. Und dunkeläugig. Ja. Also von daher, offensichtlich gibt es Aspekte, die diese Unterschiede visuell erkennbar machen. Mhm. Mhm. Ja, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und vollkommen natürlich. Ich sage an der Stelle ja immer, wenn es die nackte Wahrheit ist, wie kann es dann Hass sein? Ja. Naja, aber die Frage hat ja Orwell, glaube ich, schon beantwortet. Was meinst du? Die Frage hat ja Orwell schon beantwortet. Ja. Wenn der Staat vorschreiben will, was Wahrheit ist, haben wir ein Problem. Ja, ja. Ich erinnere mich. Dann erkunden wir doch mal den Text und das fängt hier an bei What is Bridge? Was ist die Brücke? Ja, das wäre doch schon mal wichtig zu wissen. Willst du? Ich fang mal an. Warte mal, wo bin ich nochmal? Da. Bridge steht für Benchmarking Race, Inclusion, Diversity in Global Engagement.
Bridge ist eine institutionelle Umfrage, die Kennzahlen, Strukturen und Praktiken zu Diversität, Gerechtigkeit, Inklusion und Zugänglichkeit auf Organisationsebene bei den in den USA registrierten Organisationen im internationalen Entwicklungs- und humanitären Sektor untersucht. Bridge hat sich zu einer sozialen Bewegung von Organisationen entwickelt, die sich der Nutzung von Fakten verschrieben haben, um DEI-Ziele, da haben wir es ja, innerhalb ihrer Organisation und auf Branchenebene voranzutreiben. Die Daten von Bridge dienen unserer Community als Werkzeug, um die wahren organisatorischen Praktiken mit Beweisen zu untermauern und dienen als Aufruf zum Handeln, um Gerechtigkeit und Inklusion in der Branche voranzutreiben. Ja, also mir fällt auf, relativ viele schwammige Begriffe oder dehnbare Begriffe, so wie Gerechtigkeit. Yep. Gerechtigkeit ist dafür das beste Beispiel, weil du fragst 10 Leute, was ist Gerechtigkeit? Und du hältst Antworten, die sich durchaus mal überschneiden im Inhalt, aber du kannst auch 10 unterschiedliche Antworten erhalten. Mhm. Jupp. Yep. Ja, frag mal einen Palästinenser und einen Israeli nach Gerechtigkeit. Ich glaube... Du wirst halt 2 völlig unterschiedliche Antworten bekommen. Ja, ich hätte bis hierhin... Ja, und, Zugänglichkeit, das ist ja Accessibility. Mhm. Ja, also da haben sie beim DEI schon wieder ein A dran gehängt. Mhm. Und ja, also es ist natürlich offiziell, wie sie sagen, erstmal nur eine Umfrage, Survey, aber die eben auch dazu dient, um in Anführungszeichen zu gucken, wie das in den Firmen aussieht. Und wenn die Firmen da schlechte Werte haben, denen natürlich das schlechte Gewissen einzureden. Mhm. So, ihr wollt auch nicht rassistisch oder sonst was sein. Ihr wollt auch sicherlich diese tollen, guten Ziele erfüllen, oder? Mhm. Also es ist echt auf Mafia-Niveau wieder. Das ist ja ein schöner Laden, den ihr habt. Wäre doch schade, wenn hier irgendwas zu Bruch geht. und von daher, ja, es ist halt quasi DEI und ESG im anderen Gewand. Also ja, daher, ja, also der Begriff DEI ist schon zu verbrannt, deshalb ist man zu Bridge übergegangen. Ja, genau. Dann bist du bei, warum wurde es entwickelt? Genau. Für viele Organisationen in den Vereinigten Staaten nahm die Aufmerksamkeit für DEI nach dem Mord an George Floyd, das ist aber eine Lüge, nach dem Tod von George Floyd im Sommer 2020 und der darauf folgenden massiven Mobilisierung für Rassengerechtigkeit, heilige Scheiße, exponentiell zu. Als Reaktion darauf suchten viele Organisationen im internationalen Entwicklungssektor nach dokumentierten Bemühungen auf Sektorebene zum Ausmaß der DEI-Herausforderungen der Branche. Was sie jedoch fanden, war eine erschreckende Lücke in öffentlich verfügbaren sektorweiten Daten zur Vielfalt. Das fängt ja schon mal gut an, ne? Da sieht man ja gleich, ist auch ideologisch gefärbt. Das hier steht after the murder of George Floyd. Yep. Ich meine, das sollte sich doch mittlerweile rumgesprochen haben, wie das war. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, noch nicht mal die Staatsanwaltschaft, die dann später den Polizisten angeklagt hat, sprach von Rassismus. Und man hat herausgefunden, dass er nun mal an einer Überdosis gestorben ist. Yep. Man nennt ihn nicht umsonst Fentanyl Floyd. Ja. Weißt du, er ist dann jetzt quasi schon 4 Jahre drogenfrei. Nicht schlecht. Könnte man technisch gesehen so sagen, ja. Und ja, es war ja auch albern, was da für ein Aufriss drum gemacht wurde. Mm. The Second Coming of Jesus. Das ist... Und nicht vergessen, Floyd war ein Verbrecher, Punkt 1. Und Punkt 2 auch noch jemand, der seine eigene schwangere Freundin geschlagen hat. Ja? Also, mhm. Und das sind die Leute, die von den Medien und Politik vergöttert werden. Wie gesagt, zum neuen Messias stilisiert werden. Da weißt du, auf welchem moralischen Niveau diese Leute agieren. Mhm. Ja, Narrativ vorantreiben ist ja auch wichtiger als die Wahrheit. Denn man macht es ja für ein höheres Wohl, wie auch immer dieses höhere Wohl aussehen mag. Ja. Yep. For the greater good. Kennst du hier Hot Fuzz mit Simon Pegg?
Ja, ja, kenne ich. Da waren die Bösen ja auch so eine Sekte, die dann immer bei ihren Treffen for the greater good, the greater good. Das hat ja genau so ein Sektenwesen und es handelt sich hier ja auch um Kult und Sekten. Mhm. Also, die erfüllen ja alle Punkte, die Kulte und Sekten erfüllen, genauso wie die Sekte. Wäre eigentlich auch mal interessant, dass wir dazu ein Video machen, wo wir einmal klar und deutlich darlegen, was genau definiert eigentlich ein Kult oder eine Sekte. Ja, gute Idee. Wäre in der heutigen Zeit, glaube ich, mal eine Idee, dass man das mal klar ausformuliert. Ja. Gut, wo waren wir gerade? Ja, genau. Floyd hatten wir. Und ich meine, Begriffe wie Rassengerechtigkeit, what the hell? Ich meine, Rassengerechtigkeit, da muss ich automatisch an Rassenreinheit denken. Also das klingt für mich genauso perfekt. Das ist. Ja, aber Rassengerechtigkeit scheint ja auch das Rassenreinheit von heute zu sein, weil, wie schon gesagt, die Leute, die uns immer Nazi nennen, sind die, die Nazi-Methoden anwenden und ein paar Details haben sich verändert, aber das Konzept ist grundsätzlich dasselbe geblieben. Diesmal sind es halt nicht die Juden, die gejagt werden und unterdrückt werden sollen. Diesmal sind es halt die Weißen. Und diesmal ist es halt nicht die arische Herrenrasse, die irgendwie promotet wird, sondern quasi die Vielfalt, wie es immer so schön genannt wird. Ja, auch ein netter Propagandabegriff, Vielfalt. Ja. Was natürlich immer bedeutet, alles außer Weiße. Und wenn man mal genau hinschaut, ne, ist es doch verdächtig häufig so, dass damit alles außer Weiße gemeint ist, ja. Also von daher, und ich meine, diese ganzen DEI-Dinger sind ja auch an sich Rassismus pur, weil diese ganzen Quoten und das alles, was sie in die Firmen reindrücken wollen, und ich erinnere an Hannover, wir haben eine Migrantenpflicht von 30%. Und wieder einmal stellt sich für mich die Frage, wenn Herkunft keine Rolle spielt, warum gibt es dann Gesetze, die bestimmte Gruppen auf der Grundlage ihrer Herkunft bevorzugen? Eben, also das ist eindeutig eine Diskriminierung der hiesigen Bevölkerung, der Deutschen. Irgendwie muss ich gerade an DJ Agostino denken, aber weiß nicht warum. Wo waren wir gerade? Genau, ja. Fällt dir noch was ein zu dem Absatz? Nee, mach nur mal weiter. Obwohl eine Reihe strategischer Maßnahmen erforderlich sind, um das Erbe des strukturellen Rassismus und anderer Ungerechtigkeiten in unserem Sektor und den Organisationen darin sinnvoll anzugehen, gehört die Schaffung grundlegender Beweise zu den ersten notwendigen Schritten. Ist dir klar, was hier gerade passiert mit diesem, allein mit diesem Absatz hier? Mein Name ist Strategic. Warte, jetzt muss ich nochmal hinschauen. Legacy. Establishing baseline evidence is among the first steps needed. Möchte Beweise dafür innerhalb der ersten Schritte ist notwendig. Weiß ich jetzt nicht, was du meinst, sag du mal. Also Punkt 1. Das Erbe des strukturellen Rassismus. Es gibt keinen strukturellen Rassismus im Leben. Das ist eine Lüge an sich. Also sprich, das Ganze basiert schon mal auf einer Lüge und sie versuchen jetzt quasi, indem sie halt in ihren Umfragen feststellen, wie ungewöhnlich, in westlichen Ländern sind die meisten Mitarbeiter Weiße, ach was, ja guck mal, das ist ja alles rassistisch und da sind zu wenig Nicht-Weiße drin. Ah, das meinst du, ja. Also wir fangen mit einer Lüge an und unser Ziel ist es, zu beweisen, dass diese Lüge der Wahrheit entspricht. Es gibt keinen strukturellen Rassismus, es gibt nur individuellen Rassismus. Weil ihr müsst ja mal überlegen, Leute, wenn es strukturellen Rassismus in den USA gäbe, warum wählt man dann einen schwarzen Präsidenten? Zweimal, wohlgemerkt. Und warum gibt man zum Beispiel Oprah scheinbar endlose Zeit im Fernsehen über besagten strukturellen Rassismus zu lamentieren? Würde es das in einem Land geben, in dem besagter struktureller Rassismus herrscht? Yep. Und so Leute wie Michael Jackson und Bill Cosby und wie sie alle hießen, Eddie Murphy, wären die dann berühmt und populär bei den Menschen, bei den weitestgehend mehrheitlich weißen Menschen. Also von daher, allein dieser Absatz. Auch ein Kampfbegriff. Ja, klar. Allein dieser Absatz sagt halt, struktureller Rassismus gibt, also
sie gehen von einer Lüge aus, behaupten, das sei die Wahrheit und versuchen dann Beweise dafür zu finden, dass es diesen strukturellen Rassismus gibt, indem sie halt eine Tatsache feststellen, ja, wie gesagt, in westlichen Ländern, wo die Mehrheit in der Mehrheit Weiße leben, sind die mehrheitlichen Mitarbeiter Weiße. Ja, ach was. Ist ja eigentlich das, was man erwarten müsste. Ja, eben. Und zu deinem Punkt, struktureller Rassismus existiert nicht. Aber das hier ist struktureller Rassismus. Mhm. Wir versuchen ihn gerade einzuführen. Ja, aber es geht doch um Buntheit und Weltoffenheit. Mhm. Du weißt doch, sie machen immer, werfen dem Gegner immer das vor, was sie selber tun. Also, um Verwirrung zu stiften. Ja, wenn sie halt der Gesellschaft vorwerfen, strukturell rassistisch zu sein, kannst du davon ausgehen, dass sie das sind. Mhm. Und wie gesagt, dafür gibt es genug Belege. Allein diese ganze DEI-Quotennummer. Das ist einfach Diskriminierung der heimischen Bevölkerung, nichts anderes. Mhm. Soll ich weiterlesen? Ja, mach mal weiter und ich übernehme dann später bei Bridge 2.0. Ja. Diese Daten ermöglichen individuelles und kollektives Handeln. Map. Ich will kein kollektives Handeln, ich will kein Kollektiv. Wir sind hier nicht im Kommunismus. Mhm. Organisationen können ihre eigenen Daten mit dem Branchenbenchmark vergleichen und Bereiche identifizieren, auf die sie ihre Bemühungen konzentrieren müssen. Auf Sektorebene könnten die Daten auf Lücken hinweisen, in denen gemeinsame Maßnahmen erforderlich sind, um sinnvolle und dauerhafte Veränderungen zu erreichen. Die Daten werden auch eine Grundlage für gegenseitige Rechenschaftspflicht bieten und letztendlich dazu beitragen, den Sektor zum Besseren zu verändern. Darüber hinaus werden Bridge 2.0 und zukünftige Iterationen Zeitreihen-Trends von DEI-Kennzahlen liefern, herausfiltern, was funktioniert und was nicht, und als Echtzeit-Leitfaden zur Förderung von DEI innerhalb von Organisationen dienen. Also das Ganze auf Steroiden. Ja, genau. Genau das. Dass man halt quasi gar nicht mehr aus der Nummer rauskommt. Ja, dann würde ich erstmal weitergehen bei Bridge 2.0. Mhm. Dazu lesen wir. Brücke 2.0. Im Juni 2023 startete Social Impact die Bridge 2.0-Umfrage. In dieser zweiten Runde, zwei Jahre nach der ersten Benchmarking-Umfrage, konzentrierte sich Bridge 2.0 auf zwei Komponenten. Erstens wurden Daten zur Zusammensetzung der Belegschaft und zu DEI-Praktiken gesammelt. Zweitens wurden Erfahrungen im Zusammenhang mit der Erreichung von DEI-Zielen zusammengestellt. Durch diese beiden Komponenten ermöglichte uns die Bridge 2.0, Trends in der Belegschaftsvielfalt und in DEI-Praktiken zwischen 21 und 23 zu untersuchen und unser Verständnis dafür zu verbessern, was funktioniert und was nicht, sodass wir unsere organisatorischen DEI-Praktiken auf der Grundlage von Beweisen anpassen und verbessern können. Die Bridge 2.0-Umfrage wurde am 31. August 2023 abgeschlossen. Mhm. Ja. Warte, jetzt muss ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, also ich verstehe es jetzt so, diese ganze Brückennummer hier ist jetzt ein Rebranding von dieser DEI-Schose, genau, die wir schon mal hatten. Genau. Und wie du gerade schon richtig gesagt hast, on Steroids. On Steroids, ja. Ja. Dann haben wir hier noch eine Grafik. Mal kann man das bisschen. Nee, ist glaube ich sichtbar. Ehe wir die Grafik machen, mach nochmal hier dieses Advisory Council. Ah, das ja. Weil da sieht man hier die ganzen Firmen. Das sind natürlich alles NGOs und wir wissen, was wir von NGOs zu halten haben. Die den ganzen Scheiß halt hier finanzieren. Also auch da müsste man jetzt eigentlich, also das machen wir jetzt nicht, aber eigentlich müsste man sich da jedes einzelne Ding mal angucken und mal gucken, wer die finanziert, wo das wiederum herkommt und so weiter und so weiter. Mhm. Also das wäre vielleicht mal die Aufgabe für jemanden, der sich da tiefer drin reingraben möchte.
für uns war das hier heute erstmal nur gedacht, um die Leute überhaupt darauf aufmerksam zu kommen, was da kommt, dass DEI und ESG so langsam out sind und gerade durch Bridge ersetzt werden. Mhm. Und das lesen wir hier bei Bridge 1.0. Mhm. Übernimm du bitte mal Bridge 1. Bridge 1.0 wurde 2021 gestartet und war die erste branchenweite DEI-Basisstudie von Entwicklungs- und humanitären Organisationen in den USA. Die Ergebnisse lieferten eine Momentaufnahme der Zusammensetzung der Belegschaft von Organisationen mit ethnischer, geschlechtlicher und behinderter Herkunft auf Mitarbeiter-, Führungs- und Vorstandsebene. Sie erfasste auch Einzelheiten zu den Arten von DEI-Strategien und Ansätzen, die im gesamten Sektor verwendet werden. Während die DEI-Herausforderungen der Branche den ganzen Globus umspannen, konzentriert sich diese Umfrage auf Mitarbeiter in US-Hauptquartieren, um sowohl den Umfang bewusst einzugrenzen, als auch die Komplexität einer globalen Betrachtung von DEI anzuerkennen. Ja, also sie geben halt schon zu, dass deren DEI-Nummer halt wirklich global werden soll, dass der ganze Globus, alle Länder den Schwachsinn mitmachen sollen. Und allein das, da läuft einem doch ein kalter Schauer über den Rücken, oder? Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt, wie vorhin schon gesagt, auf Steroide gesetzt werden soll, ja, und vor allem global gefahren wird. Ja, aber dann hast du halt eine Weltregierung, ohne eine Weltregierung zu haben. Also es kann nicht sein, dass die ganze Welt gleichgeschaltet wird. Das ist Schwubbeldi-Dubbeldi, vielleicht ist ja genau das das Ziel dabei. Ja, eben. Darauf wollte ich hinaus. kommen wir zu den Ergebnissen von Bridge 1.0. Die Bridge-Umfrage wurde an fast 400 Organisationen verteilt. Die Ergebnisse wurden 2000 Personen präsentiert, darunter über 1000 USAID-Mitarbeiter und 40 CEOs. Chief Executive Officers. Also Geschäftsführer. Die Umfrage dient weiterhin als wirksames Instrument für individuelle und kollektive Maßnahmen zur Schaffung einer gerechteren Branche. Die Umfrageergebnisse offenbarten eindringliche Erkenntnisse über die Realität der Vielfalt in der Branche. Darunter folgende: 84% der Geschäftsführer sind weiß. Oh nein, in den USA sind 84% der Geschäftsführer weiß. Wie viel Prozent ist der Anteil der Schwarzen? Wie wir wissen, 13 gleich 50, 13%. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Prozentsatz. Ja, und 84% plus 13 macht bei mir, da sind wir, und dann haben wir noch ein paar andere, also das haut schon, glaube ich, einigermaßen hin. Also wenn du nach meritokratischen Bedingungen gehst, also so wie es sein sollte, also sprich, die Verteilung ist dann halt so, wie sie ist, nach der Mehrheit auch der. Die Besseren setzen sich halt durch, sozusagen. Ja, also ich, böse Internet-Avocado, plädiere ja auch dafür, dass man ganz allgemein mehr zu einer meritokratischen Gesellschaft zurückkehren sollte und die Leute nach ihrer Leistung bewerten sollte und nicht nach der Hautfarbe. Aber was weiß ich schon? Eben. Und nur 4% der Geschäftsführer sind BIPOC-Frauen. Obwohl sie 20% der US-Bevölkerung ausmachen. Also das halte ich mal für unwahrscheinlich, dass 20% der US-Bevölkerung BIPOC-Frauen sind. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich meine, wenn der komplette Anteil der Schwarzen 13% ist, dann... Ah, BIPOC, das schließt ja nicht nur die Schwarzen ein, stimmt. Da sind ja auch Latinas und sowas, also da ist ja auch sowas alles gemeint. Ich verstehe darunter, ja, ich finde ja diesen Begriff BIPOC auch komisch, aber ja, ich verstehe darunter eine bestimmte Konzentration von Melanin in der Haut und dann alles, was da drüber liegt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich komme auch durch das Bieder und durcheinander, weil POC hatte ich mir immer übersetzt, das war ja klar, Pickers of Cotton, das war ja, aber egal. Eine von 6 Organisationen erfasst keine Daten zum Geschlecht der Mitarbeiter. Was fällt dieser einen Organisation ein? Was fällt dieser einen Organisation ein, dass es denen einfach egal ist, wer für sie arbeitet, solange diese Person einen guten Job macht? Eine von 4 erfasst keine Daten zur Rasse. Das gleiche.
und einer von zwei erfasst keine Daten zu Behinderungen. Ja, und das sind natürlich die großen Probleme, die diese Bridge-Organisation hier gerade feststellt, die behoben werden müssen. 60% der Organisationen geben intern keine Daten zur Rasse oder zum Geschlecht der Mitarbeiter weiter, aber 50% sind dazu bereit. Ja, also ich frage mich so, wenn man Rassismus und Sexismus bekämpfen will und so weiter und so fort, wäre es dann nicht vielleicht eine Idee, dass man damit aufhört, die Menschen in diese Kategorien einzuteilen und sie doch eher nach ihrer Leistung zu bewerten, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte. Wäre irgendwie ein Ansatz, oder? Ja, eben. Und was hier eben gerade passiert ist, die Firmen, wie eben die Organisationen und Firmen, die eben den Rasse und Geschlecht scheißegal ist, die sollen jetzt halt belehrt und auf Linie gebracht werden. Ja, super. Schon ein komisches Zeitalter, in dem wir leben. Und das ist halt das, was Bridge jetzt bringen wird. Wie gesagt, das zählt jetzt hier erstmal für die USA und Hilfsorganisationen, aber das wird auch global und das haben sie ja hier auch selber schon irgendwo zugegeben, während die DEI-Herausforderungen der Branche den ganzen Globus umspannen. Deren Ziel ist es, dass dieser strukturelle Rassismus eingeführt wird, den man ja angeblich bekämpfen möchte. Ja, das ist. Ich meine, es ist auch genauso wie mit dem Feministenblödsinn. Auch da, sämtliche Umfragen bestätigen, seit Feminismus Quatsch, werden immer mehr Frauen unglücklich. Und wir sehen es ja, es gibt ja immer mehr deprimierte, wie sagt man im Englischen so schön, Wein-Moms, also die halt mit ihrem Wein zu Hause sitzen, keinen Partner, keine Kinder haben und deren biologische Uhr halt schon abgelaufen ist. Für die ist quasi, ja, die haben jetzt einen Haufen Katzen. Das war's. Wollte gerade sagen, ich kenne das unter der Bezeichnung Katzenladies. Ja, die Crazy Cat Lady von Sim. Ja. Und die Statistiken müsste man, wenn mal herauskramen, aber die Statistiken zeigen, gerade in den USA, bei den Frauen so 40, 50, dass da die Anzahl der mentalen Probleme, der psychologischen Probleme immer größer werden. Seit den, ich glaube, 50er, 60er Jahren oder so. Ja. Naja, und wir hatten es ja auch gerade in unserem Video zu It's a Gundam, wo er den, wie war das, Rage Ja, das war auch lustig. Ja, die ganzen, wie heißt das nochmal? Rage Rituals, wo die Frauen dann in den Wald gehen und mit Stöckern so auf alles Mögliche eindreschen und ihre Wut rauslassen. Und dafür, ich glaube, da kann man richtig mit abkassieren mit sowas. Ja, ich wollte gerade sagen, die bezahlen dafür auch noch Geld. Ja, und nicht wenig. Ne? Ich meine, es wird dann wahrscheinlich länger dauern, ein paar Wochen oder so, aber. Ich meine, wenn sie damit in die SM-Branche gehen, da würden sie Geld für kriegen. Da können sie auf Männer rumkloppen, wie sie wollen, die das sogar geil finden. Sie könnten ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Nee. Naja, aber eben Bridge ist eben die neue Bezeichnung. Und Bridge wird momentan halt auch in den Medien noch nicht so groß, also auch in unseren Medien nicht. Und ich habe es eben auch nur mitgekriegt hier durch den Entertainment-Bereich, weil ich halt so viel auf den amerikanischen Kanälen unterwegs bin. Und da hätte ich dann auch noch einen Tipp für Leute, die sich halt näher damit befassen wollen. Die YouTuberin Kirsche. Also wie unser deutsches Wort, wie die Frucht Kirsche. Sie ist, wie nennt man die Leute, die ohne Gesicht, also quasi mit so einem Avatar, mit so einem beweglichen YouTuber oder sowas, oder? Ich glaube, du meinst Faceless YouTube-Channel, ja. Ja, aber sie hat halt eben so einen Anime-Avatar. Ah, okay. Und sie hat sich halt als eine der ersten damit halt beschäftigt und ist da auch wirklich tiefer in die Materie gegangen. Also ihre Streams sind sehr zu empfehlen. Wer sich damit mehr befassen will und der englischen Sprache mächtig ist. Also was darauf hinzukommt, wenn das alles durchkommt,
ich sag's ja, das ist das Social Credit System aus China, nur eben, dass sie halt bei uns nicht ans Individuum als solches direkt rangehen, sondern nach dem Motto, der Staat sagt dem Bürger direkt, nee, hier wird da eben der Umweg über die Unternehmen gemacht. Jeder arbeitet irgendwo. Und ich meine, als Staat, du kriegst ja deine eigenen, da haben wir, wie gesagt, gerade Hannover genannt als Beispiel, 30% Migrantenpflicht muss man hier haben als wenn du für den Staat arbeiten, also als Staatsbehörde sozusagen. Also sprich alle Behörden und so weiter, kannst du ja als Staat sofort auf Linie bringen, ist ja kein Ding. Ja, und die Firmen werden dann halt über solche Geschichten auf Linie gebracht. Faszinierend, wie das läuft. Ja. Und dann hast du noch die Unis, die halt auch noch die ganze bekloppte Ideologie den Leuten beibringen. Und dann wundert man sich, warum das, was aus der Uni rauskommt, immer blöder wird, anstatt intelligenter. Ja, und, Leute, bei uns habt ihr es als erstes gehört. Ja, mehr oder weniger. Also, falls irgendwer anders aus unserer Bubble schon hatte, aber wir können auch nicht alles gucken. Nee, wüsste ich nicht, nee. Also, bei mir ist es so, ich deppe normalerweise relativ häufig hin und her und schaue, was die anderen aus unserer Bubble so machen. Aber ich hätte es bisher noch nicht mitbekommen, nee. Ja, dann denk dran zu abonnieren, unsere gute Avocado, und lass auch mal ein bisschen Liebe bei mir da. Ich weiß, ich habe seit Ewigkeiten keine eigenen Videos gemacht, aber sagen wir mal so, ein paar neue Abonnenten würden mich auch motivieren, mal wieder was auf meinem Kanal zu machen. Dann kann ich mich nur anschließen. Links findet ihr bei mir auf meinem Kanal und in der Beschreibung zu meinen Kooperationspartnern. Und ansonsten, wenn ihr wollt, dass wir noch mehr zu Bridge machen, vielleicht auch tiefer reingehen, ein bisschen recherchieren, lasst mal Kommentare da. Gebt mal einen Senf dazu ab. Jawohl. Und ihr wisst ja, was ich an der Stelle immer sage. Nur ein skeptischer Geist ist ein gesunder Geist. See you in hell. Avocado over and out.